Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Echo. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen habe ich gewartet, bis die Maschinenfabrik fertig ist. Sie ist fertig. In der Zwischenzeit habe ich hier ordentlich gebuddelt. So tief müssen wir gehen hier, um das Lager dann hier hinzupacken. Das erste, boah, das ist echt, guck mal, ich habe so viel Stein. Ich habe die da mal lang gepackt. Ich werde die dann schön beim Zementieren erstmal alle aufbrauchen. Aber erst kommt Intro und dann bauen wir uns das Maschinending hin. Ich bin echt gespannt. So, wo hat das? Wo hast du es hingehauen? Da ist es. Du zu. Tauschen wir dich mal durch. Ja, gucken erstmal, ob das was braucht. 6 mal Tier, 2 Materialien. Also müssen wir das auch darüber setzen. Und hier können wir Raffinerie. Ach du Kacke. Walzwerk. Flaches Stahl. Windrad. Brauchen wir halt auch Glas. Nee, das ist Stahl, Stahlplatten dann. Ein Fass. Und hier auch ein Herd. Verbrennungsmotor. Wie geil. Ja, guck mal hier, was du dafür alles brauchst. Okay, erstmal weg damit. Wir haben ja gesehen, ich wusste ja, dass es hier nichts bringt. Deswegen habe ich ja hier mein Tier 2 Haus. Noch ist es ja korrekt angeschlossen. Ja, eigentlich wäre hier jetzt so schöner. Hast du alles, was du brauchst? Ja, sonst hätte er mir das ja direkt angezeigt. Guck mal hier, mehr als genug. Ich habe vergessen, was ich brauche. Die Dinger hier, Kolben. Oh, dafür brauche ich die Rohre. Ah, I understand. Und halt Stahl. Okay. Nein. Nein. Wie fies. Wie fies. Aber ich kann schon mal die Rohre produzieren. Boah, ist das Hardcore. Ist das Hardcore. Ich kann, glaube ich, 7 mit dem. Echt übel. Echt übel. Gut, durch Material kloppen und produzieren kommen wir ja auch wieder vorwärts. Den könnte man sich dann auch vielleicht mal rüberziehen. So, was brauchen wir noch für eine Zementiermaschine? Die Zahnrädchen. Ach, guck mal, nur eins. 2 Zahnrädchen. Wäre vielleicht auch vorteilhaft, den mal hier rüber zu packen, oder? Der soll ja denn da drüben mit rein, eventuell. Brauche einfach nur Stahl. Okay, das haben wir ja alles hier. Gut, also brauchen wir nochmal 500 Punkte und mehr. Warum denn nicht? Kostet ja nichts. Sogar nur 2 tiefer, ne? Ist das ein Fug? Voll. Ja, dann stapeln wir jetzt noch hier. Wie gesagt, die kommen ja dann hier alle eh weg. Werden ja hoffentlich alle verbraucht.
Wofür Kupfer? Ist ja Kupfer, ne? Habe ich jetzt gar nicht so die Verbindung, Verwendung bis jetzt entdeckt. Ist eher alles Eisen, was so beliebt ist. Keine Angst, das daneben kommt auch nicht, verschwindet auch nicht, weil da kommt später nochmal ein zweites Lager hin. Eins reicht hier garantiert nicht. Na, erstmal müssen wir hier halt Platz schaffen. Jetzt hier nochmal so hoch. Hopp, hopp, hopp. War auch nicht mehr unter. Machen wir die Steinreihe voll. Ich habe das Zementieren, glaube ich, auch schon voll geballert, ne? Bis oben hin. Na gut, mehr Skillpunkte. Einen lasse ich mir mal noch zum Jumpen. So, wir sind eh voll, okay. Dann weg mit dem Kahn. Ja, schieß. Shit, shit, shit. Jetzt haben wir echt so lange gemacht und getan und das Ding freigespielt und haben das Mechanik noch gar nicht gelernt. Da habe ich echt Kacke gebaut. Zementieren, sobald das Ding steht, dann steht's. Dann habe ich alles dafür. Was ich eventuell machen könnte, wäre nochmal mehr Stahl produzieren bis dato, weil der braucht mehr. Er braucht ja nicht lange, aber. Weil wir brauchen eine Menge Stahl, habe ich das Gefühl. So, ich muss erstmal umsortieren wahrscheinlich. Da haben wir schon mal 5, die will ich noch nicht mitnehmen. Die Kohle will ich noch mal mitnehmen. Eiern, habe ich ja gesagt, so. Hat Gold und so, das können wir alles erstmal hier lassen. Ich weiß, ist gerade noch eine Menge Stein, aber das wird ja alles umgewandelt. Ich gucke mal Eisen, habe ich hier Eisen drin? Nee, hier habe ich nur Stein drin. Da habe ich auch keinen Stein drin. Hier kann ich das mal reinnehmen. Nehme ich die Kohle mal mit. Oh, die stapeln sich hier so hoch. Ist auch nett. So. Schauen, wo ich das alles unterbekomme. Ist auch noch mal Eisen. Ja, aber echt wenig Eisen bald, habe ich das Gefühl. Nee. Das passt nicht. Ja, Eisen wiegt halt echt eine Menge. Ja, ich die schon mal weg. So. Das
Drüben hatte ich, glaube ich, noch ein Eisen. Das nehmen wir auch mal direkt noch mit. Oder habe ich das jetzt schon rausgefischt? Ne, das habe ich schon rausgefischt. Doch, hier ist es. Wird alles verarbeitet. Ja, der Stein, der wird ja auch noch verbraten. Spätestens dann, wenn wir das hier alles auskleiden an den Seiten. Das will ich halt alles schon in dem Stil machen. Finde ich eigentlich ziemlich nett. Ja, Kohle, da hätte ich dann auch nochmal Eisen. Ja, shit. Boah, das ärgert mich. Bin nicht sicher, aber vielleicht kommt da bis oben hin. Lagerplätze. So, Crafting. Was haben wir? Was können wir machen? Minimum 35 wahrscheinlich. Ja. Oh, das sieht echt gut aus. Gut geschätzt. Gut geschätzt. Aber was ich noch machen kann, ist höchstens die restliche Kohle runterholen, hochholen. Ja, wir sind schon relativ full eigentlich. Könnte ich vielleicht noch hier so lange reinpacken. In die andere Karre. Die da, halt. Gut, bauen wir unser Lagerplatz weiter. Jetzt habe ich natürlich was vergessen. Ja, nee, noch ist okay. Können ja erstmal hier abbauen. Wir müssen natürlich die Steinchen und das Lager, wollte ich eigentlich auch noch mitnehmen. So. Ja, wenigstens. Ach, ja, ist nicht schlimm. Da kommt das Lager drauf. Na, ist gut, sieht keiner. So, der muss erstmal verharren, weil ich habe keine Steine mehr. Oma auch nicht. Na, ja, können wir hier doch mal vielleicht noch mal ein bisschen was mitnehmen. Na, ist gut. Und ab nach Hus. Nee, ich mache hier noch nicht. Erstmal bauen wir das Lager hin. Holen wir uns das Lager jetzt ab, holen wir uns die gemachten Steine ab. Ist auch wieder so viel Erde und ich weiß nicht, wohin damit. So gesehen, das beste Steinlager, wenn man halt direkt das verbrät. Ne? Guck mal, hier bin ich auch eine Etage höher. Das überlege ich da halt auch noch zu machen. Das kriegen wir, glaube ich, von hier aus hin. Oder auch nicht. Jo, geht doch. Ich überlege gerade, kann ich das nicht hier so mal noch machen? Ich habe hier 400. Wollen wir hier nochmal 200 draus machen. Auf alle Fälle nochmal ein bisschen Platz. Und kann hier auch nochmal rauf zugreifen. Ja, mit der großen Karre komme ich hier echt schlecht rein, aber... Gut, das sind ja jetzt hier so kleine Schritte, ganz ehrlich.
Nimmt das Laden. Momentan ist ein bisschen heftig geworden, wie ich finde. Mal weil halt auch echt schon viel steht und wahrscheinlich diese 1000 Lagerzugriffe hier. Komm, einen Stapel nehmen wir noch mit, ne? Ist gut. Wir uns noch das Lager ab. Das war mal irgendwo oben. Oder haben wir hier sogar Zugriff auf ein Lager? Nee, ne? Doch hier, perfekt. Können uns den Weg nach oben sparen und nehmen direkt die Karre mit. Ja, da haben wir Pech haben, müssen wir da oben nochmal rein theoretisch sogar zwei rauskloppen. Ich glaube, das werden wir auch direkt machen. Das Fertige, was steht, das steht, ne? Immer so ungelogen. Schön die Parkbucht hier nutzen. Bam. Und erstmal hier zumachen. Dann hatte ich mir überlegt, ja, hier war halt ein bisschen kompliziert, weil. So, halt. Wollte ich dann einfach so die eine Treppe hinsetzen, damit man halt hier hochkommt. So, jetzt kann ich den hier nämlich auch mitnehmen. Passt. Ja, wie gesagt, so passt es ja von der Höhe, aber hier muss halt noch die Decke rein. Und wenn wir das Lager haben, dann können wir nicht einsammeln. Das ist auch mal doof. Und das macht sich doch recht easy. Steinschlag! Krass, oder? Die ganze Decke ist eingestürzt. Okay. Sagen erstmal hier so den oberen Rand, die Säuberlichkeiten. Und full. Hax ist auch schon wieder halb im Arsch. So. Rein theoretisch sollte es ja gar nicht so lange dauern, wenn hier mal ein bisschen so mit Axt reingehen. Einzige, was halt dauert, ist die Fahrerei. So. Ja, das macht sich so immer echt easy going. Erst alles kleinkloppen und dann nur sammeln gehen. Ich weiß. Also es ist keine Angst, selbst mir wird dabei ein bisschen schummrig, wenn ich mir das so angucke.
Ja, mein, guck mal, wir haben schon wieder 200 Punkte. Da können wir, sag ich mal, denn nächste Folge die Maschinen dann starten lassen. Rein theoretisch habe ich, glaube ich, auch genug Eisen dann vorproduziert, um dann wirklich halt so weit zu kommen, dass wir die Mechanik starten können. Rein theoretisch. Ich glaube, wir nehmen die erstmal raus, sonst können wir da wieder nichts reinsetzen. So. Ein bisschen fehlt ja noch von der Decke. So, der kommt ja rein theoretisch auch weg. Dann mache ich das hier mal ein bisschen anders. Hier die Säule. Die hatte ich mir halt auch so überlegt, mach einfach eine Säule hin. Sieht doch ganz nett so aus, oder? Und in der Mitte halt ganz mal das Holz. Holz habe ich, glaube ich, auch noch genug von den Horlocks, so wie die Dinger sich schimpfen. Jetzt passt nicht. Doch, es passt. Yes, baby. Yes, 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 yes. Dann wollte ich schon mal direkt reinpacken. Da haben wir alle. Sehr gut. Ja, hier müssen wir nämlich noch ein bisschen kloppen. Dann machen wir es schon richtig. Siehst du, genau das meinte ich. Deswegen habe ich das erst die Decke und dann den Rest. Na, ich gucke noch nicht mal in die Richtung. Ich habe nicht mal geklickt. So, komm, komm, komm. Wir haben sie gleich alle. Da steht noch einer. Drauf da. Ich würde sagen, erstmal keinen Stein rein. Ja, hier fehlt ja auch noch ein bisschen. So. Läuft.
liebe es. Ich liebe es, wenn das so will wie ich. Aber auch nur dann. Auch nur dann. Ja, hier bin ich mir halt nicht sicher. Wäre halt so ein Zaun eigentlich ziemlich nice. Wenn wir das so hier machen. 1, 2, 3. Was haben wir denn noch? 1, 2, 3. Aua! Mein Mikro ist fast alle, mein Sound ist fast alle, aber die Folge ist auch rum. So, dann machen wir das hier nämlich, sag ich mal, kurzerhand so. Und hier müssten wir dann schon die Kurve ansetzen. Dann kann man sagen, wir machen hier zwei Dinger hin. Aber der nächste kommt dann wirklich erst, wenn wir auch die Steine verbraten. Kann man halt hier so schön rausgehen. Ist doch eigentlich ein nettes Feature. Oder? Denn wenn hier die Rampe zum Hochfahren ist, fällt es auch nicht runter. 100 Stück, egal. Ja gut, dann fährst du halt hier, kannst du schon den Weg nach außen ziehen. Ist okay. Ist vollkommen okay. Ja, die würde ich jetzt gerne eigentlich auch hier lassen. Wo wir sie schon mal hier haben. Ist schon ja vollkommen. Wir fahren dich nochmal zurück. Was ich machen könnte, wäre generell die Wand hier so lang ziehen. Wäre eine Option eigentlich. Dann muss ich den halt zwei Wege in die Richtung, in die Richtung von euch aus vergrößern. Ist jetzt nicht verkehrt, oder? Dann habe ich hier auch eine etwas, kann ich hier zwei rum? Ja, und dann habe ich hier halt so einen Dreierabschnitt. Wäre jetzt auch nicht verkehrt. Hier, guck mal, hier kommt der auch noch rein. Also so, die Steine verbraten wir schon, so ist es nicht. Ja, ich weiß. Also ich hoffe, ihr hört das Gepiepe nicht. Ich glaube aber nicht. Mein Mikro halt. Mein Akku. Deswegen schieben wir direkt mal hier so rüber. Dich nehmen wir direkt auch mal mit. Dann können wir die eine Wand nämlich direkt schon mal ausnutzen. Kein Holz mehr. Ja, geht doch. Ja, wenn man mal jetzt direkt die Decke darauf fertigt, dann ist der Abstand. Weil hier, das wird auch noch ein Spaß. Da ist wieder sehr viel Erde. Ich meine, gut, es hat seine Vorteile. Denn, ich bin ehrlich, die muss ich einzeln runterkloppen, die fällt nicht so. So. Die fällt dann nicht. Auch gut, aber wie gesagt, wäre auch eine Menge Arbeit. So, wir fahren mit der Kutsch. Wie gesagt, es tut mir leid wegen dem nicht vorhandenen Skillpunkten, weil ich die echt verballert habe für Zementieren, obwohl wir ja noch nicht mal Zementieren bräuchten. Wir bräuchten erstmal diese Mechanik. Wir haben jetzt die Bank gebaut, hat alles schon lange gedauert. Ja, Action. Ja, scheiße. Ja, hört mal auf zu piepen hier. Ich will das jetzt noch ganz schnell und geschickt fertig produzieren. Das wird er mir doch wohl noch erlauben. So.
Nee, den hier brauche ich. Der sieht am besten aus. Jo. Keine Ahnung, warum er gerade gesagt, nicht wollte. Hier wieder nicht. Echt? Nein. Jetzt werden wir halt das Ding anvisieren. Boah, willst du mich? Ja, das ist ein bisschen doof. Ich guck nicht mal darunter. Jetzt hat er sogar umgeschaltet. So, komm. Ja, und hier, weil da ja jetzt hier Feierabend haben, machen wir hier das quasi dann so. Wird das hier einfach zugebaut. Hier so die Außenkante. Und gut ist der Schmarrn, wie gesagt, mit der Decke. Ja, guck ich mal. Ich habe echt keinen Bock, die eigentlich nochmal einzeln rauszukloppen. Aber wenn ich Pech habe, muss ich das machen, das Lager wegmachen, dann kann ich die Decke reinziehen und so weiter und so fort. Wird auch noch ein Spaß. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Sorry nochmal, dass das nicht geklappt hat mit der Maschinerie. Aber in der nächsten Folge dann. Bis dahin und tschüss.